Ja, es gibt wirklich viele Knoten, die Reiter bei Pferden verwenden, aber einen kennt wirklich jeder, und zwar den klassischen Anbindeknoten. Ich mache hierfür eine Schlaufe und ziehe das Seilende nicht ganz durch den Ring. Dann forme ich aus dem losen Seilende wieder eine Schlaufe und gebe sie durch. Das wiederhole ich so lange, bis das Seil aufgebraucht ist. Zum Schluss stecke ich das Seilende in die letzte Schlaufe. Ich persönlich verwende den Überhandknoten zwar lieber, aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Knoten ihr immer verwendet.